fahre ich jetzt hin, hier Yunus Emre Türbesi. Ich möchte noch diesen kleinen Abschnitt noch für dich aufnehmen und dir Folgendes mitteilen. Als ich das Video aufgenommen habe von Yunus Emre, von seiner Grabstätte, bin ich davon ausgegangen, dass es die Grabstätte ist. Nachdem ich zu Hause war und es gegoogelt habe, gibt es noch eins in Eskişehir. Ja? Das sieht ganz anders aus, es ist viel größer, es ist gepflegter und die Gelehrten und die meisten gehen davon aus, dass es wirklich seine Grabstätte ist. Das werde ich aber auf meiner Rückfahrt wieder nach Deutschland wieder aufnehmen und besuchen. Von daher schau dir dieses Video neutral an und stell dir einfach vor, wenn es eine Grabstätte gewesen wäre, wie würdest du darauf reagieren? Schau einfach dieses Video dir neutral an. Bis dann. So, das ist der Weg. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ein Bahnübergang, beiden breit nichts zu sehen und rüberfahren. Da haben wir nochmal ein Schild. Ah, okay, alles klar, noch 11 Kilometer. Also wann hat er gelebt? Da haben wir es 1240 bis 1321. Wie alt wurde er? 81 Jahre alt. So, hier wird das wieder angenehm, Gott sei Dank. 11 Kilometer jetzt. Die Einfahrt hier, Güneykent heißt es hier. Ja, ich war noch nie hier und fahre jetzt mal einfach durch. So schnell, oh, die Mieze, 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 lauf einfach rüber, keine Angst vor dem Auto, gell, genau. So, ich mache euch mal einen Einblick hier, wie das hier ausschaut. Ja. So. So, hab gerade nach dem Weg gefragt. Der so, hier, geh mal die Straße rein, nimm nicht die erste, die zweite, jetzt bin ich hier. So, die nächste muss ich rechts nehmen. Das ist dann die hier. Ganz, ganz, ganz altes Dorf hier. Ja, da oben steht es auch, Derviş Yolu. Hier ist ein weißes Schild, seht ihr? Da oben, da war es gerade. Ja, und überall findest du auch hier von Yunus Emre hier ein kleines Gedicht. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Also, ja, da wollte gerade eine Wespe rein. Also, Ilim können wir jetzt hier als auch Mystik jetzt übersetzen. So, also, die Mystik ist es. Mystik ist, die Mystik zu wissen. Ja, Ilim kendini bilmektir. Das heißt, also, die Mystik heißt es auch, dass du dich kennst, ja. Sen kendini bilmezsen, wenn du dich nicht kennst, bu nice okumaktır. So wie, so du liest es, dann liest du so viel und es ist nicht. Ja, nicht wahrhaftig, sondern so wie, du hast es nicht verstanden, aber es ist halt höflich und poetisch halt formuliert, ja, das heißt also, dann hast du umsonst gelesen, so ungefähr, bunice okumaktır, dann hast du so oft gelesen und das, was du gelesen hast, es war halt, du hast es nicht verstanden, aber dieses Verständnis oder diesen Verstand muss man halt höflich übersetzen, ja, es sind halt Dichter, die übersetzen oder formulieren das ja alles immer sehr poetisch und durch die Blume, manchmal direkt und durch die Blume, würde ich sagen, in diesem Fall. Wie schön ist jetzt das hier, was du gerade siehst? Ja? Ben gelmedim kavga için. Ich bin nicht gekommen, um zu streiten. Benim işim sevgi için. Meine Tat oder das, was ich machen will.
Das ist für die Liebe. Mach ich gerade mein Profilbild, gefällt mir. Ich nehme das extra auch für euch auf, damit ihr auch seine Dichtung auch besser versteht. Also da steht zum Beispiel: Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Ja, also ich übersetze nicht alles, aber lasst uns lieben, die Welt, die bleibt niemanden, ja, zuletzt. So wie wir verlassen alle die Welt, lasst uns einfach alle einander lieben. Wenn wir das alle machen würden, dann gäbe es sowieso weniger Kriege. Ja, ich bin gerade ja hier vorbeigefahren und da oben ging es weiter, aber hier ist Yunus Emre anscheinend begraben. Ja, gehen wir jetzt mal rein und schauen wir das mal an. Ah, da ist es. Glaube ich zumindest. Ja, ist ja auch. Da steht das. Also ich halte das mal ganz kurz für diejenigen, die es lesen wollen, auf Türkisch. Ja, drückt einfach auf Pause und liest das in Ruhe durch. Gerade auch eine Katze. Und bleibt gerade auf seinem. Sehr interessant. Ja. Hinter mir befindet sich das Grab von dem berühmten Dichter, Poet, Überbringer, Botschafter, ja, Redner, Yunus Emre. Und ihr findet auch sein Bild auf jedem 200 türkischen Lira-Scheinen. Auf der Vorderseite findet ihr natürlich Atatürk, den Staatsgründer von der Türkei. Und auf der Rückseite, ja, ihr Lieben, wenn ihr das in Zukunft umdreht, wenn ihr in der Türkei einen 200-Euro türkischen Schein habt, dann dreht es um, schaut euch diesen Mann an, schaut euch diesen Poeten, diesen wunderbaren Dichter an, der mit seiner Poesie, mit seinen Dichtungen auch die Liebe verbreitet hat, ja, auch das Gute, ja, dieser Poet ist hier begraben. Ich finde das schade. Ich finde das schade, dass Yunus Emre auf den 200 türkischen Liraschein drin ist, drauf ist. Das aber nur hier so ungepflegt liegt. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo ist die Pflege? Wo sind Informationen über ihn? Dass wenn man hierher kommt, mehr über ihn liest. Ja, über die Liebe, die er verbreitet. Zum Beispiel auch jetzt auch für die Deutschen. Ja, wenn jetzt ein Deutscher ist nach diesem Video sagt, ja, ich würde gerne mal vielleicht mal das hier anschauen. Der findet hier nichts, aber auch die Türken finden nichts, ja, abgesehen davon. Ich finde, es sollte hier mehr auf Türkisch etwas stehen. Wir haben hier nur eine Tafel von 2012, 2012 erst, von der Provinz Antalya, ja, von Kaynak Wert Kulturvarlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 2012'de, ja, hat sie das hier gestellt, das hier. Diese Person ist auf dem 200 türkischen, also Liraschein drauf. Der verdient mehr. Der verdient viel mehr. Seine Dichtungen prägen die komplette Musik in der Türkei. Ja, vor allem was die anatolische Musik angeht. Ja, Kaynak, ihr werdet immer sehen, Söz, Yunus Emre zum Beispiel, Söz, Pir Sultan Abdal, Söz, Karaçoğlan. Das sind Personen, wo man nicht vergessen darf. Das sind Dichtungen, die man in der Türkei nicht vergessen darf. Und wenn du jetzt auch ein junger Türke bist und das hier dir anschaust, dann schau darauf, dass wir unsere Kultur hier beibehalten. Ja? Weil ich bin jetzt gerade richtig sehr glücklich, hier zu sein. Sehr glücklich. Aber ich finde es traurig, ja, dass hier so wenig ist. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich hab keine Erwartungen gehabt. Ich war erwartungslos, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde es schön, dass diese Person so nah hier ist. Ja, tamam, gel. Tamam, orada otur, dur. Die Katze ist jetzt gerade hier bei mir. Fand ich sehr interessant, hat mich schon verfolgt. Jetzt geht er weg. Ja. Hier ist Yunus Emre begraben. Ihr lieben Türken, ja. Wir müssen mehr, ja, jetzt wollte er mich streichen, ja, du berührst mich.
Ich mag normalerweise keine Katzen. Ich finde das aber nur sehr interessant. Ich bin ganz ehrlich, dass eine Katze am Grab von Yunus Emre gerade bei mir ist. Du wirst gestreichelt werden. Alles klar. Also die Katze, ja, tamam. Ich weiß nicht, hat irgendwas Energetisches. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade diese Katze aufgrund einer Energie eine Botschaft mir mitteilen möchte. Eine Seele. Schaut euch mal das an. Guck mal, wie sehr interessant. Will kuscheln mit mir. Ja, will sie kuscheln, gell? So, guckt euch mal das an, ihr Lieben. Oi. Darf ich meine Nachricht noch zu Ende bringen an die... Tamam. Bis dahin. Ja, die Katze versteht mich, glaube ich, mehr wie die türkische Regierung. Ja, ich war jetzt auch... Ich bin so viel... Ja, die lässt mich nicht in Ruhe. Tamam. Bis dahin, beni bir bırak. Kendini iyi hissediyorsun, değil mi? Benim yanımda schon. Evet. Der lässt mich nicht. Schau euch mal das an. Ich ständig kuscheln. Ja? Ja, meine Tochter will ja eine Katze. Aber. Tamam, bis eine. Bekle. Ja, also hier möchte ich euch nochmal den Bereich zeigen, wo man auch sich auch reinigen darf. Also hier, das Wasser ist gerade an. Wasser gibt es sowieso. Oh, kann man gar nicht zudrehen. Das ist ja auch schade. Das ist ja komisch. Hier auch. Bis eine. Also wie durur dann. Ja, also ihr Lieben, wir müssen mehr auf unsere Kultur achten. Besucht, wenn ihr dieses Video euch anschaut, ihr seid Türken, schreibt der Regierung. Macht einfach, ja. Also ich weiß nicht, ob es in der Türkei sowas wie eine Petition gibt. Ja, in Deutschland gibt es ja Petitionen, aber ich bin traurig darüber, dass so eine wichtige Person, ja, wo die Türkei geprägt hat, vor allem die anatolische Musik, ja, wo sehr viele Dichtungen von ihm sind, ja, nur so hier ist, so begraben ist. Ich würde mir mehr Informationen hier wünschen. Ich hätte nie gedacht, dass Yunus Emre, ich habe auch damals, also ich bin ja selber leidenschaftlicher Musiker, ich liebe Musik und ich liebe auch seine Dichtungen. Deswegen ist es gerade auch ein emotionales Video, was ich hier mache, wo mich so nervt, dass so viele Gelder in der Türkei verschwendet werden, ja, von der Regierung, ja, für unnötige Sachen. Aber hier, solche Personen, wo uns geprägt haben, wo die Liebe uns übermitteln, ja, wo die Dichtung uns Weisheit vermittelt, ja, auf sowas nicht Acht gegeben wird. Wie kann das sein? Es war genauso auch, wo ich im Berg Nemrutberg war, oder? Da war ich auch mit Adıyaman nicht zufrieden und enttäuscht. Wie kann man das sechste Weltwunder so schlecht, sage ich mal, pflegen? Die Schriften, die konnte man dort nicht lesen. Ich möchte, dass dieses Video eigentlich ein positives Video ist. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich werde jetzt auch mal das Video beenden, ihr Lieben. Ich werde jetzt mal kurz hier auch mal in mich gehen. Ich werde diese Energie, wo hier ist, wo dieser wunderbare Mensch, ja, auch mit Hacı Bektaşi Veli zur gleichen Zeit gelebt hat, gepredigt hat, Dichtung geschrieben, niedergeschrieben hat, einfach mal die Energie mal hier aufnehmen und möchte mit einer positiven Botschaft dann mit der inneren Energie und inneren Haltung hier weiterfahren Richtung Alanya. Ich drehe nochmal die Kamera um und zeige es euch nochmal ausführlich. Das ist sein Grab von Yunus Emre. Ich fand das echt gerade auch interessant mit der Katze, dass sie sich... Es sind hier echt so viele Plätze, dass sie sich aber direkt hier hinsetzt und dann auch zu mir gekommen ist. So, sie hat etwas Energetisches gefühlt, dass ich hier bin, wegen diesem Grab. Und Katzen sind ja auch, ja, gewisse Botschafter. Schaut euch mal das an. No, du. Streichelt
streicheln. So, aber mehr streichel ich dich nicht. Das reicht mir jetzt mit einer Straßenkatze. Also ich bin da. So, aber sie fühlt sich halt energetisch zu mir hingezogen. Fand ich auch gerade sehr interessant. Ich wasche jetzt aber meine Hände natürlich, weil es eine Straßenkatze war. Ja. Fand es halt nur interessant, dass diese Straßenkatze jetzt auch zu mir gekommen ist, energetisch. Dass ich hier die Grabstätte hier, das Grabmal von... Bye, bye. Ja, irgendwas ist mit der Katze. Ich fühle da irgendeine ganz besondere Energie gerade zu ihr. Sie ist sehr stark. Also der Kater, ich denke mal, es ist ein Männlein. Ja, weil der auch sehr kräftig ist. Und männliche Katze halt, ne? Und ja, dass irgendwas auch mit der Katze auch hier energetisch etwas ist. Ich glaube ja an diese große Energie und an diverse Energien. Und dass auch gewisse Lebewesen noch große Energieträger sind. Von daher, ja, hatte die Katze vielleicht gerade eine Botschaft für mich. Ich nehme sie an. Oh Gott, da haben wir jetzt gerade nochmal ein Gedicht. Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun. Also der, wo nicht weiß, woher soll er uns wissen? Und ich grüße die, der uns weiß. Ja, hier spricht auch Yunus Emre über... Das muss man halt auch verstehen und man muss sich auch natürlich auch mit der Mystik sowie halt mit dieser Art von Dichtung beschäftigen. Das heißt, was meint er eigentlich mit der, wo uns nicht kennt und weiß, ja? Das heißt also, du kannst ja der, wojenige zum Beispiel, die seine Lehren wissen, so meint er es, die begrüße ich, denn die wissen, was meine Botschaft ist. Und diejenigen, wo mich nicht wissen und kennen, woher sollen sie mich wissen und meine Botschaft, ja? Das ist ein bisschen freier übersetzt, dass du es auch verstehst, falls du das Erste, was ich jetzt gerade übersetzt habe, nicht verstanden hast. Schaut euch mal nur das an, wo ich bin. Oh mein Gott, weit und breit, was für eine tolle Aussicht. Ja, ihr könnt euch denken, in was für Region ich gerade hier durchfahre. Ja, das ist auf jeden Fall nicht die Strecke nach Alanya Antalya, nein. Hier geht es um die Nachricht, die ich jetzt gerade für mich empfangen habe. Die Nachricht natürlich, die ich dir übermitteln wollte, ja. Es ist ja auch immer mein Ziel mit meinen Videos, die ich jetzt gerade mache hier, auch in meine Botschaft dir zu vermitteln, weil ich bin authentisch zu mir. Das, was du gerade siehst, das bin ich. Das ist meine Kultur und ich lebe das und liebe das. Deswegen zeige ich und teile ich dir auch mit dir das, was ich liebe, was ich tue, wofür ich auch stehe. Ich bin ehrlich zu mir. So, ihr lieben Türken, wenn ihr das nächste Mal jetzt türkische Lieder euch anhört, dann schaut doch mal auch immer wieder Söz Müzik Kimden, also wer ist der, von wem ist der Text. Ja, ihr werdet auch sehr oft sehen, dass es von Yunus Emre ist, wie gesagt auch Karacaoğlan. Pir Sultan Abdal, das sind sehr, sehr weise Männer, Dichter, Poeten, Übermittler, ja, gewesen. Und noch weitaus viel mehr. Wenn ich jetzt hier versuchen würde, es aufzuzählen, würde das Format dieses Videos übersprengen. Sucht einfach, denn wer sucht, der findet. Ja, ihr müsst aber nur das Richtige suchen. Ist auch immer wichtig. Auf der Vorderseite, wie gesagt, findest du Mustafa Kemal Atatürk, den Staatsgründer, auf dem 200-Euro-Schein, 200 türkische Lira. Und hinten dran findest du Yunus Emre. Diese Person ist auf so einer wertvollen, ja, auf so einem wertvollen Schein, auf dem 200-Jetele türkischen Lira-Schein drauf. Und dass sein Grabmal aber nicht Beachtung kriegt. Ja, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Es reicht nicht, wenn man ihn nur hierher druckt oder aufdruckt. Man muss ihn auch schätzen. Warum zeige ich dir das mit der türkischen Lira? Das gilt vor allem für die türkischen Zuschauer. Ein englischer Reporter, jetzt kommen wir mal ganz kurz zurück zur Politik, hat mal Barış Manço, ja, ich denke, dass die Jüngeren vielleicht ihn nicht mehr kennen, aber
denke 30 plus, wird Badische Mann schon natürlich kennen, ja, ihn interviewt hat und auch Fanfragen während der Reportage gestellt hat. Und Barış Manço hat von jedem einzelnen Schein damals gewusst, wer auf der türkischen Lira enthalten ist, ihr Lieben. Ja? Das müsst ihr euch mal vorstellen. So, ich muss mal hier rüber. Oh. Ja? Über die Gleise. Das heißt, er wusste auf jedem Schein, wer drauf ist. Daraufhin hat er gesagt zu dem Reporter, ja, jetzt hast du mir so viele Fragen gestellt. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Weißt du, wer auf deinem Schein, auf deinem nationalen Schein drauf ist? Er konnte die Frage nicht beantworten. Das heißt also, wir müssen auch wissen, wer auf unserem Geld drauf ist. Ja? Nur auf der Vorderseite zu wissen, dass Mustafa Kemal Atatürk drauf ist, reicht noch nicht. Wir sollten auch wissen, welche wichtigen Personen auf unserem Geld drauf ist, auf unserem nationalen Geld, ja? Was haben sie für die Türkei gemacht? Welche Geschichte tragen sie bei für die Türkei? So, ich muss jetzt gerade mal hier über die Straße. Ich zeige euch mal gerade, was ich jetzt hier machen muss. Kreisverkehr, Türkei, ihr seht das. Ja, ist weiter. So, da bin ich wieder. So, das heißt, schau dir das Geld an. Jetzt weißt du, falls du es vorher nicht gewusst hast, wer auf dem 200 türkischen Lehrerschein drauf ist. Schau dir auch die anderen Währungen an und guck, dass du über dein Geld weißt, dass du auch antworten kannst oder antworten dir. Es geht nicht darum, dass du jemanden beeindrucken sollst, wenn du weißt, wer auf deinem nationalen Geld drauf ist, sondern es geht darum, dass du als Türke weißt, wer auf deinem Geld drauf ist. Vor allem, wie wichtig diese Personen waren. Das ist auch sehr wichtig. Was haben sie für die Türkei gemacht? Welche Botschaft? Habe ich ja gerade eben auch nochmal gesagt. So viel Geschichte reicht bei diesem Video. Was ich damit einfach nur dir übermitteln möchte, ist, ja, achten. Im vollsten Bewusstsein Sachen zu tun und machen. Ja, und wir müssen auf unsere Kultur mehr achten. Dieses Land ist so schön. Ich bin durch die Türkei gereist, 15 Tage. Und ich wiederhole es bald nochmal. Ja, ich muss noch in andere östliche Regionen hin. Ja, Städte und Orte, wo ich noch nicht war. Ja, ich sage es auch hier und jetzt. Mardin und Diyarbakır. Ich möchte noch die Region sehen, wo halt vermehrt kurdische Mitbürgern natürlich bewohnt sind. Ich möchte ihre Kultur natürlich auch noch näher kennenlernen. Warum? Wir leben hier alle, wir sind alle Brüdern und Schwestern, auch andere Nationalitäten, keine Frage. Aber ich möchte zunächst mal auch wissen, was und wer ist hier. Ja, weitere Ziele sind natürlich auch dann Norden der Türkei, Lazos will ich auch kennenlernen, Rize natürlich, diese Region, ja, Artvin, kommt ja mein Schwager her. Aus dieser Region kommt ja auch sehr viel Tee, ja, falls du es nicht weißt, jetzt Zuhörer bist oder Zuschauer bist, aus diesen Regionen kommt sehr viel Tee, was hier in der Türkei natürlich auch vermarktet wird, auch international. Rize Çayı ist sehr berühmt in der Türkei und ich möchte auch wissen, woher kommen denn die Sachen, die so national und international berühmt sind, die ganzen Nüsse, Nusssorten, alles aus dieser Region, ja, das sind Reisen, wo ich dich jetzt auch demnächst mitnehmen werde. Ja, das ist meine Botschaft. Kultur. Ja, Kultur und Liebe möchte ich hier vermitteln. Positive Energie, die ich jetzt leider da hinten nicht so hatte. In dem Sinne nicht hatte, dass ich enttäuscht war von der Regierung. Ich bin voll enttäuscht, muss ich echt sagen. Also das hört man mir ja auch raus. Und ich habe auch kein Problem, das zu sagen. Also es bringt nichts, wenn man als Regierung hier, ja, Yunus Emre ein Bild von ihm da abmalt, also aufdruckt, aber seine Grabstätte ja untergehen lässt. Geht nicht. Geht mit mir nicht in Resonanz. Ja, das ist so nicht ehrlich. So, ich fahre jetzt weiter und freut euch einfach auf die nächsten Reisen mit uns. Ich habe jetzt noch 258 Kilometer, aufgrund dessen, dass ich natürlich auch jetzt hier war, dauert meine Ankunft länger.
Das wird hier übrigens ein extra Video, es war einfach zu ausführlich. Ja, und hat auch nichts mit meiner Rückfahrt zu tun. Ja, ich sollte nicht auf der weißen Linie fahren, ich weiß. So, bis dann.